Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Origins in der Bathöhle. In der letzten Folge haben wir ein bisschen die Psyche des Jokers mal so erahnen können. Und es scheint, als ob es jetzt hier weitergeht mit Batmans Psyche. Oh, Crime Alley. Sind wir da etwa am Tatort des Geschehens? Ja, sind wir. Die Nacht, in der seine Eltern starben. Die schlimmste Art Krimineller. Warte. Warum tust du, was du tust? Master Bruce, es ist vielleicht antiklimaktisch, aber ich dachte, Sie könnten nun endlich Weihnachten feiern. Jetzt, wo der Joker gefasst ist. Bane ist noch da draußen. Ich muss das Signal des Peilsenders finden, den er trägt. Selbst Sie müssen essen, Sir. Wenn du nicht die Polizei gerufen hättest, wäre er jetzt in Gewahrsam. Wissen Sie, ich habe auch etwas versprochen. Ihren Eltern. Anscheinend keine Verletzung. Nicht jetzt, Alfred. Läuft es drüben auf der Wache. Ist evakuiert. Wir haben Bomben unter Fundament gefunden. Gleich wie am Roy. Irgend so ein zugeknallter Freak. Bestimmt 200 Kilo Muskeln. Ja, das muss ja Bane sein. Cops gebraucht, den niederzuschießen. Ja, ich habe die Leiche gesehen. Könnte Bane oder einer seiner Männer sein. Wenn ich es schnell in die Leichenhalle schaffe, kann ich Leiche und Obduktionsbericht untersuchen. Nun, bevor Sie gehen, ich habe die chemische Substanz aus dem Stahlwerk untersucht. Sie stimmt mit Ihrem globulären Projektil für nicht-letale Fixierung überein. Du meinst die Klebergranate? In der Tat, das Harz ist ausgehärtet. Es liegt an Ihrer Werkbank. Oh, wir kriegen ein neues Gadget. Natürlich würde ich empfehlen, es hier im Labor zu testen, bevor Sie gehen. Ja, ja. Aber Sie hören ja nicht auf mich. Tun Sie ja nicht. Papalapa. Tun Sie ja nicht. Papalapa, wir müssen nichts testen. Wir müssen erstmal gucken, wo das ist. Wo ist denn die Werkbank? Ah, da unten. Die müsste. Hat er irgendwas zu sagen? Nö, irgendwie nicht. Na gut. Die müsste da unten sein, ne? Na dann. Holen wir uns mal die Klebergranate. Ach, das wird bestimmt das sein, was ich schon vorher mal meinte mit diesem Eisgranaten-Dingsbums. Das ist halt jetzt eine Klebergranate. Mein Gott, ist ja dasselbe. Also es wird hart. Sie es wohl nicht testen, oder? Das nennt sich Praxistest. Praxistest. Hast du schon was über Enigma rausgefunden? Ich fürchte nicht. Er ist sehr gut, Sir. Zu gut vielleicht. Verkauf dich nicht unter Wert, Alfred. Ich bin nur realistisch. Aber wenn Sie weitere seiner Türme ausschalten, finde ich ihn. Dann müssen wir nicht nach Informationen suchen. Er wird sie Ihnen selbst geben. Bin dabei. Natürlich. 14.000 Punkte für Alfreds Weisheit. Alfred, wie ist die Lage? Alles beim Alten, Sir. Alles beim Alten. Ich habe mich bemüht, die Höhle sauber zu halten, aber bei den vielen Fledermäusen. Kollateralschäden sind da unumgänglich. Seien Sie vorsichtig. Bonnie. Diese Vicky Vale sorgt für reichlich Ärger. Vielleicht sollte man mal einen Artikel über sie schreiben. Seit wann gehören Masken zum Pflichtaccessoire für aufstrebende Gangsterbosse? Seit wann gehören Masken zum Pflichtaccessoire? Okay. Ich glaube, die Fledermäuse, die kacken das hier alles ganz schön zu. Mal gucken. Punkte können wir nicht vergeben. Das ist natürlich ein wenig blöd. Brauchen wir noch gut was an Punkten? Na dann, wollen wir mal kurz gucken, was ist eigentlich da drüben? Da kann man Herausforderungen machen, glaube ich, ne? Schauen wir uns das doch mal eben an. Ich denke mal nicht, dass ich die jetzt machen werde, weil... Vielleicht mal irgendwie separat oder so. Weiß ich nicht. Aber hier kann man auswählen als Batman oder als Deathstroke. Wenn man die verschiedensten... Modi, sage ich jetzt einfach mal. Rangkampagne oder Benutzer definiert. Das gleiche gilt für Batman. Aber Batman hat auch noch Kampftraining. Das hat natürlich Deathstroke nicht. Und warum kommt jetzt ein Ladebalken, wenn ich da rausgehe? Das verstehe ich irgendwie nicht und das macht irgendwie auch nicht so wirklich Sinn. Aber gut, ist ja egal. Lassen wir den Ladebalken mal Ladebalken sein. Soll uns ja nicht weiter stören. Wir werden jetzt hier die Höhle wieder verlassen. Und weiter nach den Bösewichten suchen, vornehmlich nach Bane. Und natürlich noch ein paar Datenpakete, die wir sammeln müssen.
Und wir haben noch einen Turm und boah, also wir haben noch echt einiges zu tun. Und bevor Bane dran ist, warte mal, warum sind hier zwei? Hä? Gelange in das Gotham City Royal Hotel? Ja, da war ich ja schon drinne. Warum muss ich da nochmal rein? Okay, da ist das GCPD, die Leichenhalle. Okay, aber warum, was soll ich denn da? Das verstehe ich irgendwie gerade nicht. Hm. Naja, wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Und ich glaube, bevor wir in die Leichenhalle gehen, werde ich, glaube ich, den ganzen anderen Rotz. Bruce, ich kann Sie nicht guten Gewissens gehen lassen. Sie sind diesen Killern unterlegen und... Was? Sie sind kein harter Ordnungshüter. Sie sind ein junger Mann mit einem Fonds und zu viel Zorn. Sie sind dem nicht gewachsen und ich will nicht, dass Sie deshalb sterben. Alfred, wen siehst du, wenn du mich ansiehst? Den Jungen, dessen Schuhe du jeden Morgen gebunden hast? Den Teenager vor seinem ersten Date? Während du nachts hier bist, bin ich da draußen. Das Einzige zwischen den Unschuldigen das und den Raubtieren. Sein. Nein, doch nicht mag sein. Es ist. Wenn der Räuber oder Dieb zweimal nachdenkt, das ist Angst. Das ist, was ich bin. Deswegen kamen die Killer. Weil ich der Grund bin, dass sich die Kriminellen auf die Morgendämmerung freuen. Also nein, Alfred. Ich bin dem gewachsen. Das wird nicht mein Ende sein, aber ihres ganz bestimmt. Der Batwing, der ist ziemlich laut, muss ich sagen. Naja. Tja, gibt's ein bisschen Stress im Paradies, wie scheint. Aber das macht ja nichts. Wir fliegen erstmal wieder zurück Richtung Gotham City und werden das ein oder andere Damenpaket noch sammeln. Wir haben jetzt alles, das ganze Handwerkszeug von Batman, was wir benötigen, um hier Damenpakete zu holen. Ich muss dich mal kurz abwürgen, es tut mir voll leid. So. Aber wir brauchen Datenpakete. Ups. Ich weiß, dass das nicht geht. Ja, wie? Achso, das war jetzt das Gespräch, ne? Das ist ja super. Ach, guck mal, da kommt noch mehr. Ja, kein Problem. Ihr kriegt alle auf die Fresse. Das soll euer Schaden ja nicht sein. Ja, wobei doch, das ist ja euer Schaden. Naja, hat Wolf. Bam. Und bam. Und bam. Alle kriegen auf die Fresse vom Batman. So, ja komm, den schalten wir jetzt einfach mal aus. Warum denn auch nicht? Den ausschalten, den. Weg, weg, weg. Die Waffe lässt du mal schön liegen, mein Freund. Ja, dass du Hilfe brauchst, hast du allerdings recht. Und zwar richtig recht. Wir suchen jetzt die restlichen Datenpakete, bevor wir, glaube ich, hier storymäßig weitermachen. Denn ich würde es gerne, wie gesagt, in diesem Let's Play alles schaffen. Oh Mann, das ist... Ah, das ist interessant, wie man, wenn man... ich habe das gerade schon gesehen, allerdings im Spiel noch nicht. Das ist interessant, wie unterschiedlich doch manchmal die Sichtweise ist. Ob man jetzt selber spielt oder echt nur zuguckt. Aber ich komme da noch gleich hinter. Hier sind erstmal die Mongos, die machen wir jetzt erstmal kaputt, weil einfach mal die hier so... Ach, wir brauchen keinen Grund. Wir machen es einfach. Du weg. Und du auch weg und... Alter, jetzt hat er mich getroffen. Das verstehe ich manchmal nicht, dass der hat sehr schnell zugeschlagen. Da konnte ich mich überhaupt gar nicht irgendwie darauf einstellen, dass er mich angreifen wird. Er hat es einfach getan. Das ist unglaublich. So, den ausschalten. Zack. Den ausschalten. Den ausschalten. Beziehungsweise nicht ausschalten, aber erstmal zu Boden schlagen. Und er kriegt einen Batwing. Batwing, ein Batarang in die Fresse natürlich. Und da oben ist es. Juhu. Ich hab's gesehen. Jetzt ist die Frage, wie ich da raufkomme. Versuchen wir es mal von hier oben. Ja, das muss jetzt warten. Ich habe wichtige Sachen zu tun. Ich muss hier durch dieses Holz. Nein, das hat nicht funktioniert. Verdammte Scheiße. Dann brauche ich einen Ort, der etwas höher liegt. Und dann nehmen wir doch einfach den Wasserspeier, der da ist.
Das sollte hoch genug sein und dann müssten wir da eigentlich auch reinkommen. Das ist, glaube ich, schon fast zu hoch. Und bam, jawohl, das hat funktioniert. Jetzt nehmen wir das Ding aber auch mit, Batman. So, und wenn wir erstmal Pünktchen verteilen, natürlich. Jetzt gibt es natürlich einiges mehr, ne? Muss man auch sagen. Die Klebergranate, klar, dadurch haben wir wieder neue Sachen bekommen. Ich würde auch gerne mal wissen, ob es möglich ist, alles hier freizuschalten. Da muss man wahrscheinlich ein paar Gegner auf jeden Fall noch... Ach guck mal, die sind ja schon hier. Wahrscheinlich muss man auch ein paar Gegner noch für kaputt kloppen. Aber da sind wir ja gut dabei. Aua. Das hat wehgetan. Nein, ach, jetzt kommt er mit seinem verhurten Schild, ey. Das ist doch scheiße. Jetzt hör auf mit deinem Schild. Und jetzt habe ich doch eine Waffe gehört. Hör auf damit. Und Batman sollte ihn eigentlich auch angreifen, nicht den dicken Gepanzerten da. Aber nö, dem Batman ist das egal. Oh, er hat wieder eine Waffe in der Hand. Das ist nicht gut. Zack. Eigentlich bin ich doof. Jetzt müsste ich die Tatsache ausschalten. Aber ich mach's halt nicht, weil ich mir denke, nö, was soll's. Wir nehmen einfach die Blitzhandschuhe, die Stromhandschuhe. Schockhandschuhe heißen sie ja, genau. Blitzstrom-Schockhandschuhe. So, dann brauchen wir nämlich nicht mehr K.O. hauen. Zack, weg mit dir, weg mit dir. Also, da habe ich sogar drei. Krass. Und dann haben wir ihn auch noch K.O. Und dann haben wir ihn gerettet. Gibt 10.000 Erfahrungspunkte, das ist nicht schlecht. Da kann man mit leben. Ja, dann geh. Ist das da drin oder ist das draußen? Ich vermute, wir werden es erfahren, wenn wir dann mal so weit sind und uns da irgendwie hinbegeben sollten. Ja, ja. Oh, oh. Ui, das war knapp. Aber kein Problem für den Batman. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo das Paket ist. Habe ich das schon gesehen? Da? Ja, 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 ja. Ach, das ist ja simpel. Müssen wir nur mit dem Sequenzer hacken. Einmal nur. Oh, gut, das ist schön. Anschlicht damit. Anschlicht damit. Ach, ans Licht damit. Meine Fresse. Ich habe mich auch... Ans Licht damit. Ich habe mich auch während der Aufnahme gefragt, was will der denn damit? Ans Licht damit. Jetzt wird es mir schlagartig bewusst. Oh mein Gott. Na dann. Weiter geht's. Es sind jetzt einige nicht unbedingt so spannende Folgen. Warum ist das Ding denn auf? Warum ist das auf und ich habe es nicht mitgenommen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Naja, dann... Oh, da haben wir noch ein Drogenlager. Von Black Mask. Dann würde ich mal sagen, machen wir das natürlich auch noch. Ja, wie gesagt, ich glaube, die nächsten Folgen werden nicht ganz so spannend werden, denn ich sammle eigentlich nur Datenpakete ein und versuche, den letzten Turm dann noch einzunehmen. Dann natürlich die Relais kaputt zu machen und so weiter und so fort. Das Ding können wir natürlich dank der Schockhandschuhe öffnen. Was ich extrem geil finde, muss ich sagen. Dann machen wir nämlich das letzte Kanisterchen kaputt und dann läuft das. Zack, sage ich mal. Zack. Kaputt. Haben wir das nämlich auch und jetzt müssen wir Sionis oder Black Mask in der Kirche konfrontieren oder wir sollen es zumindest machen. Das werden wir dann auch im Laufe der nächsten Folgen machen, wenn wir da vorbeikommen. Ich werde jetzt aber nicht extra dahin gehen, weil ich versuche das alles jetzt während des Einsammelns zu machen. Es fehlen ja, glaube ich, auch noch zwei. Da kommen wir aber, glaube ich, in einer späteren Folge noch dazu, wo mir das auffällt. Und wer sich fragt, warum ich manchmal so spreche, als ob ich schon wüsste, was passiert, das liegt daran, dass ich das hier nachsynchronisieren musste. Wer wissen will, warum, sollte sich auf jeden Fall den Anfang der Folge 34 anschauen. Da wird das erklärt. Verwirrung. Richtig. Und dann haben wir das nächste Datenpaket erhalten und wir gehen weiter.
Ich glaube, einige konnte ich auch noch gar nicht sammeln oder einige kann ich nicht sammeln, weil sie ein bisschen zu gut versteckt sind. Oder zu kompliziert versteckt sind eher. Mal erstmal schauen, wo das hier ist. Das ist auf jeden Fall nicht auf dem Dach, also muss das unten sein. Ah, da haben wir doch. Okay. Ich würde vermuten, die kaputt machen. Und ja, das geht nicht kaputt. Das ist unkaputtbar. Drei Stück, keiner hat getroffen. Ey, extrem nice. So, dann machen wir das halt auf die Art und Weise. Auch kein Problem. Mich würde mal interessieren, ob wir bereits... Wir haben 7 von 10 ja, belastende Beweise oder Materialien für die 14 gefunden. Wie viele gibt's hier verfickt nochmal? Und warum habe ich noch nicht ein einziges davon voll? Fragen über Fragen, die nicht beantwortet werden. Ich vermute, das liegt dahinter. Ich habe das einfach mal so eiskalt kombiniert. So, nehmen wir her, das Datenpaket. 3 von 10, 13. Ich weiß nicht, wie viele es hier insgesamt gibt. Ich habe da voll den Überblick verloren. Es wird einige geben wahrscheinlich. Aber wie viele... Ich denke mal am Ende, wenn wir alles haben, dann werden wir es wissen. Vorher nicht. Hier habe ich mich nochmal schnell umentschieden, denn da oben sind Gegner gewesen und auf die hatte ich jetzt irgendwie nicht so die große Lust. Denn ich will ja die Datenpakete finden und hier bin ich voll falsch. Und jetzt geht erstmal das kleine Suchen los, wo die Datenpakete sind und da gehen wir mal einfach nach unten. Da ist es. Das können wir auch einfach so nehmen. Also manche sind echt sehr simpel versteckt, die kann man einfach mitnehmen. Einfach nur irgendwie an die Häuserwand geklatscht und ohne Probleme mitzunehmen. Was ja auch nicht schlecht ist, ich meine... Solange man nicht viel rätseln muss, dann läuft das doch. So. Okay, ich bin da. So, jetzt ist mir das, glaube ich, eingefallen, dass das noch nicht alles gewesen sein kann. Denn zwei von den Sachen sind nämlich noch offen. Ich habe Shiva abgeschlossen, Black Mask. Da wissen wir in der Kirche, okay, das machen wir natürlich auch noch, aber zwei fehlen. Enigma sind wir dabei, alle anderen abgeschlossen, bis auf zwei, wie gesagt. Die sind auch noch nicht aufgetaucht, die müssten ja noch kommen. Also das Spiel muss dann... noch eine Weile gehen. Der hat uns zum Glück nicht gesehen. Das wäre noch schöner gewesen. Fraglich ist allerdings immer noch, welches Datenpaket uns fehlt und wo das Datenpaket ist. Und ich will mich auch nicht immer zu lange jetzt umschauen, weil... Ja, das ist sowieso nicht so die spannendste Sache, die Datenpakete holen. Deswegen will ich versuchen, so schnell wie möglich auch immer zu anderen Paketen zu kommen. Ja, aber ich kann ich gerade oder kann ich gar nicht? Nein. Doch. Nein? Doch? Nein, doch? Nein? Nein? Nein. Wir können nicht, wir wollen nicht, wir machen es nicht. Wir wollen nämlich gucken, wo ist das verkackte Datenpaket? Vielleicht ist das ja hier unten. Sehen tue ich es noch nicht. Ach, hier waren... Ach, guck mal, hier ist doch... hier haben wir noch einen Fall, den wir lösen sollten. Ich erinnere mich. Vielleicht ist das hier drinne. Ah, okay. Ha. Recht interessant versteckt. Eigentlich gut versteckt. Da muss man erstmal drauf kommen. Aber ich finde die Hilfen eigentlich schon sehr cool. Die gab es ja so ähnlich auch schon in Arkham City mit den... wie heißen sie denn nochmal? Mit den Fragezeichen, die man finden konnte. Da konnte man ja auch Leute ausnocken und die haben dann einem gesagt, wo die sind. Das habe ich in meinem Let's Play zum Beispiel nicht gemacht. Die ganzen Fragezeichen einzusammeln, weil... Ah, cool, jetzt können wir das erste Mal die Klebergranate nutzen, ja. Ich habe es nicht gemacht, weil ich muss sagen, ich kannte das Spiel und da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Deswegen habe ich zum Beispiel auch nicht bei Arkham Asylum alle Rätsel gelöst. Ich habe es schon einmal gemacht, das war zwar auf der PlayStation, aber ich habe es schon mal gemacht und hatte irgendwie keine Lust, das nochmal zu machen. Hier allerdings ist es natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Das Spiel ist neu, ich kenne es nicht.
deswegen will ich es machen. So, ja. Das ist im Grunde ja meine Erklärung dafür. Ich habe das Paket schon gesehen, da muss ich einmal wieder runter. Hui, und warum ist das jetzt zu? Nehmen wir es einfach raus. Wenn ich nicht zu nah rangehen darf, dann mache ich es von weiter weg, kein Problem. Das kann ich mir zum Glück noch gerade so zusammenreimen. So, das nächste Paket ist irgendwo da. Okay. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein.